John F. Kennedy war von 1961 bis 1963 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wegen seines jungen Alters und seines Charismas verkörperte er für viele die Hoffnung auf eine Erneuerung der USA. Am 10. Juni 1963 hielt Kennedy eine bemerkenswerte Rede über den Frieden, die auch Jahrzehnte später nichts von der Kraft an Entschlossenheit zur Friedensverantwortung in der Welt verloren hatte. I thought at that moment he is the personification of everything that I was taught that America stood for. Kennedy sagte, welche Art von Frieden meine ich und welchen Frieden suchen wir? Keine Pax Americana, die von amerikanischen Kriegswaffen auf der Welt durchgesetzt wird. Nicht der Frieden des Grabes oder die Sicherheit des Sklaven. Ich spreche von echtem Frieden, der Art von Frieden, der das Leben auf der Erde lebenswert macht, der die Menschen und Nationen befähigt, zu wachsen und zu hoffen und ein besseres Leben für ihre Kinder aufzubauen. Nicht nur Frieden für die Amerikaner, sondern Frieden für alle Männer und Frauen. Nicht nur Frieden in unserer Zeit, sondern Frieden für alle Zeit.